So, herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einem neuen Video. Ansage Nummer 1. Thema Struktur. So, bevor es aber mit dem eigentlichen Thema losgeht, möchte ich mich bei allen Zuschauern herzlichst bedanken. Also, vielen herzlichen Dank dafür. Und ja, dann würde ich sagen, legen wir mit dem Thema los. Also, wie kam es dazu? Im Prinzip habe ich einen kleinen Arschtritt in Form einer Empfehlung bekommen, ja. Und die Menschheit, die braucht halt ab und zu Arschtritte, weil sonst man im Leben halt nicht weiterkommt, weil sich sonst halt nichts verändert, weil man sonst auf einer Stelle stehen bleibt, ja. Die Menschen sind von Natur aus einfach faul, ja. Zuerst existierte die Faulheit, ja. Danach kam der Big Bang. Mit Faulheit als Auslöser und danach kam die Welt. So, jetzt wisst ihr endlich, wie die Welt entstanden ist. Ja, Dankeschön, bitteschön, mache ich gerne, fragt ruhig nach, ich erkläre alles. Ja, also, wie kam es dazu? Also, im Prinzip hat man mir gesagt, Junge, strukturier mal deinen YouTube-Kanal, überleg dir, welche Themen du zumindest für den Anfang machen möchtest und ja, also wie viele Videos du auch allgemein pro Woche veröffentlichen möchtest. Ja, Struktur ist nun mal wichtig. Das ist ein sehr wichtiger Begriff. Nicht nur im, Le im, ja, im Alltag, in der Arbeit. Das ist allgemein im Leben extremst wichtig. Ja, um seine eigene Zeit effizienter zu verteilen. Ja, nicht nur das, es dient auch einer besseren Übersicht. Ja. Simples Beispiel, wenn ich jetzt auf meinem Tisch 4 Tonnen Papier rumliegen habe, aus Physik, Biologie, Chemie und bla. Wenn ich dann keine Ahnung, irgendein bestimmtes Papier von Physik haben möchte, muss ich das Ganze erstmal suchen, ja. Muss ich erstmal 4 Stunden rumsuchen, ja. Und erst dann habe ich das. Wenn ich aber eine Schublade habe, wo einfach so aufmachen und dann einfach reingreifen, dann habe ich das. Dann investiere ich ein paar Minuten und ein paar Sekunden, was für Minuten. Ja, dann habe ich das. Also, Struktur, besseres Zeitmanagement, bessere Übersicht, allgemein bessere Orientierung. So, ja, ich habe mir auf jeden Fall dieses Wochenende die Zeit genommen, mir auf ein Blatt Papier aufgeschrieben, was ich zumindest für den Anfang so alles machen möchte. Ja. Und ich habe mich auf jeden Fall entschieden dafür, hier ist noch ein bisschen zu viel, 3 Videos pro Woche zu veröffentlichen. Ja, 2 Videos werden aus dem Bereich Gaming sein und 1 Video wird aus dem Bereich Real-Life-Content sein. Ja, 3 Videos pro Woche, das bedeutet, ich brauche 3 Schubladen bzw. 3 Playlists heißen die in YouTube und eine Playlist, die Playlist mit Real-Life-Content wird heißen Ich bin Mensch. Ja, da kommen auch meine ersten 3 Videos hinein. Und ja, wie entstehen solche Videos? Im Prinzip, ich kriege spontan einfach aus dem Nichts einen Gedanken in den Kopf. Danach denke ich mir, ja, ist eventuell potenzielles Videomaterial. Okay. Und danach setze ich diesen Gedanken schrittweise in die Tat um. Und so entsteht dann das Video. Und ja, also, was für Themen kann man da erwarten? Also im Prinzip sind das alle Themen, die das menschliche Dasein umgeben. Wobei in erster Linie werden das einfach Themen sein, mit denen ich mich selber beschäftige. Ja? Also das können Themen sein: Sport, Calisthenics, Philosophie, Ernährung, Bildung, Bildung fürs Leben, Bildung, ja, Schule, Uni. Also abwechslungsreich. Ich werde auf jeden Fall versuchen, kreativ zu sein. Und ich denke allgemein, man sollte von Anfang an, also obwohl ich jetzt nicht unbedingt viel Zuschauer habe, bin ich der Meinung, dass man das trotzdem von Anfang an möglichst richtig, beziehungsweise ja, wie man es selber für richtig hält, so sollte man das auch machen. Und ich denke, die Zuschauer, die meine Videos dann auch anschauen, sollten mich nicht nur vor einem Computerbildschirm
sehen, wie ich irgendein Computerspiel so zocke, sondern auch im Real Life mich sehen, ja, also in der Natur, Klimmzüge, Sport, solche Geschichten zum Beispiel, wie in den ersten drei Videos zum Beispiel. Und ja, dann wollte ich noch kurz auf eine andere Sache eingehen, und zwar wie, also die Art und Weise, wie ich meine Videos machen werde. Also ich werde meine Videos auf jeden Fall nicht schneiden, beziehungsweise vorerst, zu Beginn erstmal nicht schneiden. Ich werde sie versuchen realitätsnah, also am Leben realitätsnah zu machen. Also in YouTube hat man ja die Möglichkeit, wenn man irgendwo verkackt hat, irgendwo einen Fehler, irgendeinen peinlichen Moment drinnen hat, dann kann man den einfach so nehmen, rausschneiden und wegwerfen. So, im Leben kann man das Ganze allerdings nicht machen. Wenn man einen Fehler macht, dann muss man mit den Konsequenzen dieser Fehler leben. So, genauso möchte ich das Ganze auch in YouTube auch gestalten. Also wenn ich irgendwo verkacke, irgendwo einen peinlichen Moment habe, dann wird dieser auch gelassen. Ja, ich werde mit den Konsequenzen des peinlichen Momentes leben. Das ist für mich zum einen eine gute Übung, vor einer laufenden Kamera irgendwas zu machen, und zum anderen ist das dann auch für die Zuschauer gar nicht mal so schlecht, wenn sie mich irgendwo verkacken sehen, ja, dann haben die auch was zu lachen, gehe ich mal davon aus, dann wird es auch nicht langweilig zum Beispiel. Und ja, also dann denke ich, möchte ich meine Videos ebenso versuchen, möglichst ehrlich und authentisch zu gestalten. Ja, an der Stelle möchte ich natürlich erwähnen, es gelingt natürlich im Leben nicht immer hundertprozentig ehrlich zu sein. Ja, manchmal muss man halt eben Lügen, Notlügen, wie auch immer man das Ganze nennen kann. Und ich möchte auch versuchen, möglichst authentisch zu sein. Ja, das bedeutet, ich möchte nicht jetzt irgendwie eine erfolgreiche Person hernehmen, diese kopieren und mich genauso verhalten, wie sie es tut. Nein, ich möchte in erster Linie meine Videos so machen, wie ich selber, also groß geschrieben, selber es für richtig halte. An der Stelle möchte ich erwähnen, always be yourself. So, und danach versuche ich mich auch zu orientieren. So, nächster Punkt, genau, die anderen zwei Videos werden sein aus dem Bereich Gaming. Das eine Video wird in die Playlist Let's Play Gothic 1 sein. Ja, wie der Name schon sagt, wird das ein Let's Play sein. Spiel Gothic 1 ist aus dem Jahre 2001. Ich denke, der Satz Old but Gold trifft auf das Spiel sehr gut zu, hundertprozentig zu. Die Leute, die das Spiel mindestens einmal durchgespielt haben, die würden, glaube ich, die Meinung mit mir vertreten, was ich gerade gesagt habe. Old but Gold. Und das dritte Video wird sein Playlist Desert Strike 1338 am Wochenende. Wie der Name schon sagt, das wird, ja, Freitag kann auch vielleicht sein. Freitag bis Sonntag wird das aufgenommen. Desert Strike ist ein Arcade-Modus aus dem Spiel StarCraft 2. Der große Vorteil dabei ist, dass man dieses Spiel komplett entspannt zocken kann und gleichzeitig mit Leuten über Discord, Teamspeak, Ventrilo, falls das noch jemand benutzt, mit dem kann man da quatschen über Alltagsthemen. Ja, wie läuft dein Studium, wie läuft deine Beziehung, ja, und so weiter. Es werden sich auf jeden Fall Themen finden. Und ich denke, das kann ich auch, da ich das selber spiele, kann ich das auch in meinen YouTube-Kanal mit reinbringen. So, ich denke, das war's an der Stelle mit meiner Ansage. Ich bedanke mich auf jeden Fall für das. Andere Sache, wieso habe ich diese lächerliche Sache hier auf meinem Kopf? Ich habe davor, also das jetzige Video, was ich hoffentlich in YouTube auch veröffentlichen werde, nehme ich zum zweiten Mal auf. Das erste Mal habe ich das mit diesem Headset aufgenommen, beziehungsweise mit diesem Mikrofon. Und bei der Aufnahme habe ich dann festgestellt, dass man ja über die ganze Aufnahme kontinuierliches Atmen von mir in dem Video hört, und ich als Zuschauer, also das geht so auf den Sack, also das ist die reinste Qual,
Ich als Zuschauer würde mir das nicht geben, das Video reinzuziehen, wenn man dieses Atmen die ganze Zeit hört. Und ja, leider ist das Video, glücklicherweise war die erste Aufnahme, hat eine Länge von 20 Minuten. Ich sehe, das hat jetzt eine Länge von 10, 11 Minuten gleich. Und ja, so habe ich, meine ich, alles gesagt zu haben. Ich bedanke mich auf jeden Fall für das Zuschauen. Ich hatte mir sehr viel Mühe gegeben, für die krassen visuellen Effekte, die ihr im Video gesehen habt. Ja, also auf jeden Fall danke fürs Zuschauen, danke fürs Abonnieren. Bleibt gesund, gute Laune, gute Motivation, haut rein. Ja, ich glaube, ich sage zu viel. Also, haut rein. Ciao. Adios, amigos, muchachos. Ciao.